Weil ich eigentlich auch sicher war, dass ich die Fackel... Oh, guck mal hier, habe ich ganz vergessen, dass ich hier eine Fackel mit hochgenommen habe, aber... Obwohl, nee, habe ich glaube ich nicht. Ich meine, wie lange ich warten muss, bis der Scheiß abgebrannt ist, ne? Mann, ey, das zieht sich doch jetzt hier hin. Das muss doch nicht sein. Ging es da hinten eigentlich weiter? Hab ich gar nicht geguckt. Da kommt man, glaube ich, nicht hoch. Kann man auch durch, guck mal. Aua. Bestimmt hier ein Geheimraum. Weil der andere Weg ist ja der offizielle. Der Tempel der Lust. Hier gehe ich einfach nur mal aus persönlichem Interesse rein. Wo habe ich denn eigentlich meine Fackel verloren? Sodom und Gomorra hier, ne? Jeder mit jedem. Sag ja, Fingerclub. Fingerclub der Hölle. Wo sehe ich denn hier eigentlich mein Mauszeigerbild im Spiel? Was denn? So. Ist hier noch irgendwo Platz zum Mitmachen? Außer hier, da will ich vielleicht nicht rein. Ah, ist nicht euer Ernst. Bitte lass die Fackel nicht ausgegangen sein. Und sieh's aus. Serious shit. Da liegt sogar noch der Knochen. Kann sie nicht aufheben. Ja, was aus ist, kann's nicht aufheben. Also wenn die Fackel ausgegangen ist, dann sorry. Hier rennt die... Hier rennt der Dämon um. Ja gut, dann mache ich das Gitter halt nicht auf. Ist mir auch egal. Mal hier. Dann nehme ich so lange die, bis ich die andere wieder habe. Ich glaube, muss ich hier durch? Hallo? Ich dachte, das leuchtet und man kann das anzünden, aber irgendwie. Also es leuchtet, aber man kann es nicht anzünden. Ich bin in den Weg zum Gipfel des Tempels. Ich drücke E, um den Körper zu verlassen. Okay. Der Typ, der wirft da die Leute runter. Ey, kannst du das mal lassen? Der wird gleich mich da runterwerfen, das wissen wir auch jetzt schon wieder. Typ eigentlich mit der Fackel. Aber irgendwie hat er die Fackel auf der Hand gelegt. Albert! Danke für dein Follow. Herzlich willkommen bei Creepy Agony. Willkommen in der Community. Mir ehrlich gesagt das Spiel ein bisschen gruseliger vorgestellt, aber es ist in erster Linie einfach nur verdammt nochmal ziemlich krank. Also ich habe mich zwar schon zwei, dreimal erschrocken, aber das geht. Hier schon wieder. Wusste mir ja nichts, oder?
Oh, man hat also Angst vor Feuer. Ich würde mich zwar trotzdem nicht so darauf verlassen, dass es mich nicht unbedingt umbringt, aber... Erstmal sympathischer als die Dämonen. Oh, oh. Oh lala. Der hat ja doch nichts ge... Mann, alter Vater. Hier wird man wirklich schlecht behandelt, muss ich mal sagen, ne? Müssen wir mal irgendwie die Gewerkschaft informieren hier. Das ist so eine Jump-Passage, weil meistens bleibe ich irgendwo hängen und falle dann einfach in den Tod. Immer sehr, sehr super. Guilty. Guilty. You can't believe anyone. The goddess will suck ein Pfirsich. She and her succubus will devour you. You'll see. Also ganz ehrlich, dieser Pfirsich sieht verblüffend aus wie ein Geschlechtsmerkmal, ne? Also wie ein Geschlechtsteil. Ermöglicht das Überleben von schwachen Angriffen. Ich habe bis jetzt noch gar keinen schwachen Angriff gefunden, glaube ich, weil ich bin ja immer instant gestorben. Machen wir erstmal jetzt fertig, würde ich sagen, oder? Ich weiß auch nicht, was das mit dem Wissen auf sich hat. Alter. Sehr gruselig. Das ist doch ein Mann, ein Gesicht von einem Mann. Viel zu groß. Ist das ein Bart? Nee, sind die Haare und Blut. Okay, nisch gesagt. Das... Ich hab gehört oder gelesen in den Kritiken, dass doch die Models ein bisschen komisch sind. Also anders wie im Trailer beworben. Aber gut, mein Gott. Ja, ne? Irgendwas in meinem Inneren sagt mir, ich soll nicht hier reingehen, aber ich guck trotzdem mal rein. Könnte ich vielleicht kurz noch zu Ende austrinken, das wäre echt super. Hier, guck mal, eine Tafel. Hurry up. This may be your last chance for you to see her. Achso, ich muss ja sowieso hin. Alles klar. Ich hätte, wenn mir jemand eine Karte geben würde, dann wäre ich schon längst da, ne? Aber ich muss ja alles selber machen. Ich sehe sie immer noch. Ich habe das Gefühl, dass sie sich im Schatten verstecken. Sie warten, bis ich nicht mehr wachsam bin. Sie beobachten mich, seitdem ich zum ersten Mal Kontakt aufgenommen habe. Schattigen Kreaturen scheinen nicht zu verstehen, dass ich nun eine mächtige Verbündeten habe. Erst ihr Licht bewirkte, dass ich die wahre Macht kennengelernt habe. Heute jedoch hat sich etwas geändert. Im Chaos sah ich eine riesige Bestie, oh super, die mich mit ihren Augen anstarrte. Die Dämonen ließen von sich hören und quälten mich sogar am Tage. Mein Gewand jedoch glänzte vom Schein der Göttin und stellte eine Barriere dar, die sie nie überschreiten werden. Mann, die sind alle, mir kommt das mal so vor, als wären die alle völlig drauf, ne? Also richtig. So richtig drauf. Komm ich hier durch? Ach, guck mal, noch ein Pfirsich. Oder ein Apfel. Wir skillen einem einfach eine Fähigkeit nach oben. Ich gerade einen Seelenpunkt aufgesammelt? Okay. Okay, okay. Gut, dann gehen wir erstmal in die andere Richtung. Vielleicht finden wir noch irgendwas, was wir gebrauchen können. Zum Beispiel hier einen frischen Körper. Goddess, Blood boils at the memory. Hat einer richtig sich ausgetobt. Ich meine, wir haben es ja vorhin gesehen. Das war aber knapp. No pleasure here, no pleasure here, anyone, no pleasure, no, not here, no demons, you gotta hide, you gotta...
Aber super, dass die alle die gleichen Gesichter haben. Einer hier, komm auch nochmal rüber. Hopp. Acht. Ja, eine andere Aussicht. Ach, hier eine Figur, Mensch. Wer denn nicht so der? Also, das wäre wirklich ein Spiel für Leo. Könnt ihr hier erstmal schön alle Gegenstände sammeln, ne? Das macht er auch immer so gerne. Uhu. Schon wieder irgendwas laufen. Ah ja, das Mistvieh. Ja, das sieht wieder super aus. Guck mal hier. Was zum Teufel soll das sein? Und warum hat, egal was für ein Lebewesen, also es sind ja keine Lebewesen, die hier unten leben, ne? Aber warum hat alles Titten? Das gibt's doch gar nicht. Das ist der Inbegriff von der Hölle? Geh einfach mal hier durch. Bin ich schneller. Das. Fleisch. Ah, natürlich kommst du jetzt wieder auf mich zugerannt, ne? Was auch immer du sein sollst. Öffne das Tor des Begehrens. Oh. Ach, das kann auch... Na, sexy. Es kann auch einfach mal... Aua, aua. Immer gefährlich. Die Fackel fallen lassen. Die kann auch einfach mal die Wände hochklettern. Schön. Warum sollte es auch faire Konditionen für alle geben? Uah. Kannst du nicht einfach straight auf mich zukommen, wie jedes normale Vieh auch? So, ich sammle jetzt einfach mal die Herzen ein. Vermute mal, dass ich die da opfern muss, weil da habe ich auch schon wieder unsere Opferschale gesehen. Ich will das Vieh nicht mehr trampeln, ne? Macht mich ehrlich gesagt ein bisschen nervös. Wieder mehr Herzen in der Tasche? Nee. Zwei habe ich nur aufgesammelt. Noch einmal komplett rumgelaufen und habe nichts mehr gesehen. Direkt dahin. Dahin. Hier war ich ja drin, hier ist ja nichts. Jetzt habe ich das Vieh wieder auf den Plan gerufen. Ach, na super. Könntest du mich bitte in Ruhe lassen? Danke. So, dieses Tor muss ich öffnen. Die Viecher zeigen ja auch immer, also die Toten zeigen ja theoretisch dahin, wo noch was liegen soll. Denke ich mal. Vermute ich. Ach, hier ja, ja. Ich weiß nicht, ob noch mehr dabei sind. Noch mehr Herzen. Also theoretisch müssen wahrscheinlich in jedem die gleiche Anzahl von Herzen liegen. Hat jemand noch eins gesehen? Ich habe nichts gesehen. Hier rein vielleicht? Ne, warte mal, bin ich da durchgekommen? Nein, hier komme ich nicht durch. Ich glaube, hier bin ich reingekommen, ne? So, der zeigt dahin. Ich glaube mir mal nicht, dass die zeigen, wo die Herzen liegen, sondern wahrscheinlich, wo irgendwas Bösartiges herkommt. Ich weiß es nicht. Verwundert mich, dass hier drei Höhlen auf einmal sind. Ich vermute mal, das hat irgendeine komische Bedeutung.
Das wird wohl nicht klappen, glaube ich. Das war's nicht. Ich muss hier wahrscheinlich rein. Ach, hier ist eine Rune. Na, guck mal. Ach, jetzt kann ich die ganzen Runen ausprobieren, oder was? Läuft bei mir. Immerhin ist das Vieh nicht da. Das war's auch nicht. Also wir suchen mal ganz konsequent, ne? Gehen mal rechts rum und gucken mal, wo wir noch was finden. Soll das sein? Der zeigt ja dahin. Also vielleicht ist es das ja. Ah, ich habe das Gefühl sowieso, dass die alle irgendwo hin zeigen, wo sie bockig sind. Das war. Ich wollte gerade sagen, wenigstens ist das Vieh eher nicht mehr unterwegs, aber ich höre es doch schon wieder trampeln. So. Dahin zeigt der. Ach, wie das Vieh auch nervt, ne? Unglaublich. Haben wir noch? Mach doch die scheiß Tür auf. Geht doch. Man muss nur höflich fragen oder befehlen. Es steht zwar mitten im Brennpunkt, aber... Hallo. Was seht ihr? War noch ein Herz gefunden. Gucken wir uns hier nochmal um. Vielleicht finden wir hier noch was. Dann weiß ja immer nicht, ne? Oh ja. Sexy. Da schlängelt sich doch schon wieder einiges rum. Eingebauten Tacho. Aber ich werde es nicht spoilern, aber das habe ich schon gesehen bei jemandem. Der mag es nicht, wenn er zum Arsch schaut. Ich nehme an mir selbst, ich sollte ein bisschen weniger. Komm ich überhaupt raus? Oh, hier komme ich gar nicht raus, ne? Taxi! Hier bin ich! Durch alles sehen können. Ja.
Oh nee! Nein! No. Wieder versiegelt die Eingänge. Wie? Womit? Oh! Hallo? Hallo? What? Warum? Warum? Wollte nur ein bisschen höher, damit ich die Seelen sehe. Alter, nee. Jetzt. Das ist nicht euer Ernst.